Ja, ich spreche zwei Rollen für eine Bewerbung für Dragon Age Inquisition. Dort sucht man nach einem Sprecher, beziehungsweise man kann eine Einladung für eine Sprecherrolle gewinnen und ich versuche mein Glück. Ich spreche hier zwei Rollen, und zwar einmal den Dorfbewohner und einmal einen Seneschall. Ich fange mit dem Dorfbewohner an und spreche nur die Sätze, die der Dorfbewohner spricht. Oh, na, wenn das nicht der Inquisitor ist, was wollt ihr von uns? Probleme? Ich habe zwei Söhne und eine Schwester in diesem Krieg verloren. Jeder hat hier jemanden verloren. Sind das genug Probleme für euch, euer Gnaden? Ihr könnt auf der Stelle kehrt machen und dahin zurückgehen, wo ihr hergekommen seid. Und welche Rolle spielt das? Ich kenne euch. Ich kenne Leute wie euch. Ihr spielt eure Spiele und benutzt meine Söhne, um eure Schlachten für euch zu schlagen. Denkt ihr, wenn das alles vorbei ist, spielt es auch nur die geringste Rolle, wer gewonnen hat? Gaspar oder Selene? Für uns hier unten im Dreck ändert das nichts. Das sind nur Worte. Es wird erst dann wieder besser, wenn die Toten nach Hause kommen. Doch das kann nicht einmal der Erbauer bewirken. Zweite Rolle ist der Seneschall und ich ordne den so ein bisschen ach ein. Lady Rosettes Verschwinden hat das Anwesen jeglicher Freude beraubt. Die Witwe ist vollkommen aufgelöst. Sie hat schon seit Tagen nicht mehr zu Abend gegessen. Seit Tagen! So etwas sagen wir hier nicht. Es ist undenkbar. Nein, ganz sicher nicht. Sie ist nicht tot. Bitte, wir flehen euch an. Die Inquisition hat Zugang zu entsprechenden Mitteln, zu Informationen. Wenn irgendjemand Rosette finden kann, dann ihr. Seht, ich habe hier die Lieblingssachen unserer Lady. Vielleicht helfen sie euch ja weiter. Das ist nicht nur irgendein Seidenkissen. Es ist mit Geißblatt und Minze gefüllt. Sie ist absolut verrückt nach dieser Mischung. Und sagt euren Leuten, sie können sie mit gesalzenem Dorsch anlocken. Aber nur sonntags. Sie ist nicht nur eine Katze, sie ist einzigartig. Und wollt ihr wissen, warum? Als Kaiserin Selene das Chateau besuchte, schlief Lady Rosette zusammengerollt am Kopfe der Kaiserin. Sagt mir, wer sonst hat es je gewagt, sich der kaiserlichen Krone in derart kühner Weise zu nähern? Wem sonst wurde je gestattet, der Kaiserin höchst selbst mit derartiger Vertraulichkeit zu begegnen? Rosette ist etwas Besonderes. Selbst Selene weiß das. Ja, ich sag danke und vielleicht schaffe ich es ja. Tschüss.